Was mir jetzt auch an der Stelle dann wichtig wäre, wenn er dann alle Sandsäcke gelegt hat auch, Ja. dann mit so einem Handstaubsauger auch nochmal lang geht und die Säcke so ein bisschen absaugt, dass der Sand von denen runter ist. Ja, optisch gesehen wäre das sehr wichtig, ja. Vielleicht macht er eine Kooperation mit Dyson oder so, das wäre ganz cool Das dann. wäre halt gehört. Wir gehen jetzt in den zweiten Teil von einem Video rein, das wieder mal, man mag ihn schon die Newcomer-Legende nennen. Ja. Ja, Fritz Meinecke heißt der junge Mann, junger aufstrebender Bushcraft-YouTuber. Ja. Und der hat sich vorgenommen, ein Fernspielversteck zu bauen. Und heute geht es darum, dass er mit Sandsäcken sein Untergrundversteck mitten im Wald auskleiden will. Wir sind gespannt. Wir haben den ersten Teil schon gesehen. Verlinken wir bestimmt hier irgendwo, du machen wir ein bisschen eh nicht. Gossip reinbringen. Das ist schon geil, aber mach mehr Gossip. Mehr Gossip. Ja, jetzt wusste, ob er das schaffen wird, ob das so gesamte Loch zusammenbrechen wird. Ist ob er schon viel zu viel taktische Kleidung für dieses Unterfangen anhat. Das sehen wir oder in dieser vielleicht auch zu wenig. Oder zu wenig, das seht ihr in dieser Folge. Oh, Freunde, es geht wieder weiter. Ihr seht schon im Hintergrund, Sandsäcke sind am Rucksack. Wir sind an unserem Versteck angekommen. Heute möchte ich richtig, richtig Progress machen. Es regnet seit Tagen am Stück. Perfekt. Es ist alles klitschnass. Aber ich glaube, so habe ich meine Ruhe hier auf jeden Fall im Wald. Mhm. Neue Regenjacke ist auch dabei. In Multicam, ich bin ja komplett eingedeckt heute. Sogar mit Handschuhen und allem. Ja, ist ja wenigstens auch gut getarnt im Sand. Keiner sieht ihn. Und ja, ich rödel erstmal ab. Wir haben den Hasendraht für die Einstiegsluke. Wir haben die zwei Planen wieder mit. Wir haben insgesamt 110 gute Säcke dabei. Der ganze Rucksack ist voll. 110, Alter. Krass. Ich habe mich schon gefragt, ob die da draußen am Rucksack alle sind und was er damit erreichen will. Aber ja, 110 ist eine Ansage. Der ganze Rucksack ist voll. Weil es soll heute den ganzen Tag durchweg regnen. Macht mir persönlich nichts. Ich freue mich sogar ein bisschen drüber, weil... Hast du deine Ruhe? Ach, ich feiere einfach dieses Herbstwetter, Freunde. Aber wichtig ist, dass die Technik, die Kameraausrüstung, die Akkus und so weiter geschützt sind. Oh. Weg mit der Stämme! Ist das der alte Krachen gegangen, Alter? Ja, klar. Ist ja noch mehr eingekracht als letztes Mal. Oh, durch den ganzen Regen, wa? Das gibt wieder ganz miesen Muskelkater. Vor allem, er muss ja jetzt noch breiter graben, ne? Bisschen, ja. Weil sonst hat er ja Probleme hier mit, na, du weißt. Ja, dann hat er wirklich nur noch einen Schützenrahmen. Da hat sein Praktikant aber schaufeln müssen. Ja, stimmt. Das hier ist alles eingestürzt noch, komplett. Meine Handschuhe sind jetzt schon klitschnass. Perfekt. Ach, das wird ein Fest, Freunde. Das wird ein Fest. Wir werden jetzt mal feierlich diesen ersten Sandsack hier befüllen. Und platzieren. Und dann gibt's wieder jede... Ich glaube, das ist halt auch richtig nervig, die Sandsäcke zu befüllen. So einzeln und alleine vor allem, ja, dass einer nicht immer aufhalten kann. Ja. Das muss ja richtig abfacken. Ich bin mal gespannt, wie abgefuckt der gleich ist vom Sandsackgefühl. Ja, ja. Eine Zeitraffer für euch, weil das wird Stunden dauern. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Ach, oh, ist das schrecklich. Messereiengedärme raus, Messereiengedärme raus. Alter. Das war einer, ja, das ging ja jetzt schnell. Ich fange jetzt erstmal an, ich befülle jede Menge Säcke. Ich mache hier erstmal alles frei, stapel ein bisschen rum und dann hören wir uns später. Mach mal. Was meinst du, wie lange braucht er für einen so einen Sandsack? 5 Minuten? Ja. Das heißt 12 in einer Stunde. Ach du Scheiße. Ja, wenn er gut ist, vielleicht 3 Minuten, dann hat er 20 in einer Stunde, aber selbst das ist ja schon krank. Ich hoffe, er trinkt genug. Ja. So, jetzt wird's spannend. Alter Schwede. Die Optik ist halt sehr schön, ne? Dann. Ja. Sieht schon wirklich gut aus. Okay, das sieht schon sehr gut aus. Und jetzt werde ich wieder einige Säcke vorbereiten, Mauern, vorbereiten, Mauern, vorbereiten, Mauern. Das heißt, für euch gibt es wieder ein paar schöne Zeitraffer.
Was eine Arbeit, Alter. Klingt so ein bisschen wie so Intro-Musik von so einem Kriegsspiel. Von so einem Kriegsspiel. Naja, dann mach das weiter. Ja, muss er. Wie du es prophezeit hast. Und das alles mit so einem kleinen Kasten. Hä, aber kann er die Erde nicht gleich. Ja, wundert mich ehrlicherweise auch, ja. Lass die Erde doch unten, du musst doch eh die Säcke befüllen. Boah, boah. Alter, ich bin klitschnass. Vom Regen, vom Schweiß. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennt die ganze Zeit, aber ich habe jetzt hier ungefähr nochmal einen halben Meter neues Erdreich weggenommen. Stark. Ha, hier unten alles vorbereitet. Es ist doch auch schön, dass er jetzt auch mal ein bisschen in den Buddel-Content reingeht, ne? Oder? So. Da weiß er mal, wie es sich anfühlt. Bisschen puffern lassen, hier unten. Sollte passen. Aber wisst ihr was? Ich hol mal zum besseren Verständnis die Bundeswehr-Isomatte. Ja, das reicht. Es müssten ungefähr 2 Meter sein, 2,10 Meter. Das wird passen. Ist die so lang, ja? Nee, die Isomatte nicht. Hast du ja gesehen, die Füße haben ja rübergeguckt. Ja, okay. Aber er meint seinen Platz, den er hat dann so. Ah ja, okay. Okay, aber er macht's ja so, also von der Breite her müsste er hinhauen, dass er noch seinen Rucksack und so reinstellen kann. Ja. Also, da jetzt auch mal so aus Effektivitätsgründen. Ja. Wie du gesagt hast, damit, was er da jetzt hochschippt, ja, würde ich doch jetzt die Sandsäcke unten befüllen, die er da eh wegstapeln muss. Genau. Und die Lücke, die er da jetzt voll macht, würde ich doch von oben einfach reinschieben. Da muss er nicht immer... Muss er sich nicht so... Aber gut, manche nehmen sich ja gerne selber ein bisschen härter ran, ne? Das müssen wir wegcutten, Freunde der Sonne. Im YouTube-Video von seinen 2 Kanal Gerhard und Andi. Ciao. Machen wir eh nicht. Hab ich genau gehört. Warum habe ich... Kann ich doch schon mal richtig sehen lassen jetzt hier. Eine kleine Rückwand. Die Sorge, dass er in der dritten Folge ein MG auf einmal in der Hand hat. Weiß ich nicht. Was ist hier los? Was eine Malochere. Wenn da jetzt einfach ein Jäger durch den Wald läuft und dieses Loch findet, ey, der fragt sich doch dann auch, was ist hier los? Ja. Drei Stunden später. Hallo YouTube. Es regnet immer noch, wer hätte es gedacht? Also, kleines Update. Meine Sandsäcke sind jetzt alle komplett verbaut. Das sind 110 Stück an der Zahl. Und ich habe gerade ausgerechnet, dass ich nochmal 100 Stück brauche. Nicht, dass ihr euch wundert, warum das gerade alles so flach aussieht. Alter. Das geht noch mehrere Reihen nach unten. Das heißt, dieser komplette innere Raum ist gerade von mir wieder aufgefüllt worden. Mit dieser Abtragung hier, mit dem Ausgang. Weil ich ja eh wieder Sandsäcke auffüllen muss. Das heißt, ich habe mir jetzt jetzt hat er die Erkenntnis halt auch. Gut, vor Ort ist manchmal, man denkt mit nicht dran. Inneren auffüllen. Ja. Ja, also nur, dass er Bescheid wisst, wenn man jetzt hier gräbt, kommt hier unten der nächste Sandsack. Seht ihr das? Mhm. Also es geht noch deutlich, deutlich tiefer. Und hier kommen auch noch 3 Reihen rauf. Wir haben hier einen sehr, sehr schmalen Ausgang, wo die Leiter reinkommt. Und hier die Schlafkabine. Beziehungsweise das Versteck an sich. Ja, mehr gibt es aktuell gerade nicht zu zeigen. Ich bin komplett durch, meine Handschuhe sind am Arsch, meine Hose, es ist alles Fritte, es ist alles sandig, es ist alles nass, aber es ist auch verdammt. Das ist halt immer das Kranke, wenn du so eine Buddelprojekte hast, wie sandig das alles ist. Ja, und wir hatten viele Buddelprojekte, Leute. Gruppenhaus 1, Gruppenhaus 2 und so weiter und so fort. Schön, denn wir haben richtig schön was hinbekommen. So, ich organisiere wieder neue Sandsäcke und dann sehen wir uns auch schon direkt morgen. Es sind wieder einige Tage vergangen. Ich habe neue Säcke im Rucksack. Es hat auch ordentlich geregnet. Und wir gucken uns mal kurz das Spektakel hier an. Hölzer liegen noch da. Cool. Das sieht auch alles noch gut aus. Und auch hier drüben ist noch meine Plan und der Hasendraht. Weil, was man nicht vergessen darf,
Der ursprüngliche Plan war ja, völlig utopisch, das in einem Tag zu bauen und dann auch gleich drin zu schlafen. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass wir hier während der Bauphase aufgeklärt werden. Was wir natürlich nicht wollen. Wurden keine Kosten und Mühen gescheut. 100 neue Sandsäcke. Alter Schwede. Mein Rücken freut sich. Aber wenigstens hat er jetzt gutes Wetter. Ja, ist doch schön, dass der junge Mann immer irgendwas zu tun hat, wa? Wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Nein, das sieht ja cool aus. Also, ich bin echt gespannt, wie das ist, wenn das fertig ist, das Teil. Ich finde die Stirne dann immer so. Oh. Die Kriegmusik geht wieder los. Jens sagt es gerade hier im Chat. Was? Yeah. Kein Multicam-T-Shirt? Ich bin enttäuscht. Ich find's auch ein bisschen wenig Multicam gerade bei dem Outfit. Was ist denn da los? Also da geht noch mehr, Fritz. Okay, das sieht leider schon ziemlich fett aus. Halt 1 zu 1 ein Schutzgraben von der Optik. Ja, aber es sieht halt, ja. Geil, ey. Anni, ich besorg dir 1000 Jutesäcke und einen guten Spaten. Ja. Und lass dich eine Woche bei uns im Wald alleine. Ich will das in 5-mal so groß. Ja, unser Grubenhaus. Ja. Boah, Alter. Oder du baust mal hier so ein Vietcong-Tunnelsystem. Klar, Gerrit. Ja. Ey, weißt du was? Du baust, ich will. Der Anfang ist gemacht. Cool. Der Anfang ist gemacht. So, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Nee, lass so doch. So sieht der Bums jetzt aus. Wir sind jetzt aktuell bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Reihen. Guck mal von der Höhe. Ich habe das Ganze jetzt auch final ausgeschachtet. Boah. Ja, sitzen kann man, ohne entdeckt zu werden. Ist geil. Ja. Entspannt. Ist gut. Ist noch genug Platz und ich möchte noch eine finale Reihe oben drauf packen. Denn ihr seht es hier, da ist schon noch so ein bisschen erdreich und wir wollen ja keine Kuhle haben, sonst muss ja schon gleichmäßig sein, damit auch das Wasser sich hier nicht drin fängt. Was, was mir jetzt auch an der Stelle dann wichtig wäre, wenn er dann alle Sandsäcke gelegt hat auch, dann mit so einem Handstaubsauger auch nochmal lang geht und die Säcke so ein bisschen absaugt, dass der Sand von denen runter ist. Ja, optisch gesehen wäre das sehr wichtig, ja. Vielleicht macht er eine Kooperation mit Dyson oder so, das wäre ganz cool. Dann. Das wäre halt gehört. Dyson, die Marke, die Staubsaugen so richtig männlich macht. Aufnahme jetzt noch nicht gesehen habt, ich habe diese ganzen Räume hinter den Sandsäcken natürlich immer pro neue Reihe wieder vollgefüllt, gestopft, verdichtet, wieder Sand drauf. Aber ich wollte euch damit nicht nerven, aber gehört auch dazu und kostet sehr viel Arbeit. Und, was ich auch nicht gefilmt habe, ist das ganze Befüllen der Sandsäcke. Ist ja im Video langweilig, aber muss gemacht werden. Ihr seht das schön alles dicht gemacht. So sieht das aktuell aus. Das ist schon wild, ne? Aber ich find's geil. Und ich habe schon Ideen, mir hier ein Bett reinzubauen und alles. Es sieht schon sehr fett aus, ey. Schon geil. Ja, weißt du, den Fritz hättest du eigentlich auch mal direkt als Azubi auf dem Turmübungsplatz loslassen können. Der macht das in seiner Freizeit, der macht das gerne, soll da einfach die Stellung bauen. Haben die auch was zum Üben da? Der macht das in seiner Freizeit. YouTube ist sein Job. Ja, nee, YouTube ist doch keine Arbeit. Das ist doch keine Arbeit. Das ist doch keine Arbeit, was der da macht. Okay. Das ist doch Freizeit. Halb sehe, habe ich das Gefühl, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ganz kleines bisschen. Schön eben machen jetzt. Ja. Miau. Was meinst du, haut er da nochmal irgendwas drüber, dass das dann alles... Ja, hundertprozentig. Es ist vollbracht. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist genug Platz.
würde ich sagen. Und ja, jetzt geht es natürlich darum, das Dach zu decken und abzutarnen. Es wird schon langsam ein bisschen dunkel draußen, aber ich ziehe jetzt durch. Und zwar habe ich jetzt nochmal Sandsäcke befüllt, um den Eingang hier einfach richtig schön zu machen. Da ist nochmal eine zweite Lage jetzt drauf, damit wir ein bisschen an die Balken schön angepasst. Eben jetzt, Alter. Also das macht ja immer was mit mir auch, ne? Eine Flucht. Was denn? Naja, wenn so Holzstämme über so einem Loch liegen. Oh Gott. Also das erinnert mich halt so an Zeiten von früher. Ach so. Weil man so eine Scheiße, also als man so was halt auch neu gemacht hat. Naja, klar. Sind. Ich habe hier die ganzen Ränder verfüllt, die Zwischenräume. Hab nochmal Äste hier zwischendrin eingebaut. Naja, das seht ihr jetzt alles gar nicht, dass das schön bündig ist. Und jetzt kommt der Moment, auf den ich lange gewartet habe. Die Plane. Viel hilft viel, 3x4 Meter. Da wundert mich jetzt, warum hat er das nicht Stamm an Stamm gelegt, also ein paar mehr Stämme noch geholt. Weil der wird ja da jetzt Probleme bekommen, egal wie leicht er das belastet, dass es da dann so durchhängt, da wo kein Stamm ist. Ja. Das kennen wir ja auch schon. Ja, und ich bin neuerdings großer Fan von Teichfolie. Ja, na gut, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen auf angelegt, rückbaubar zu sein, besser wieder zurück zu transportieren, keine Ahnung. Rückbaubar. Ja. Guter Witz. Ja, okay. Na gut, die Jute verrottet ja im Zweifel. Ja, klar. Ist das irre? Ist das irre? Oh Mann, geil. Einfach ein Loch im Boden. Ja, das kann natürlich dazu führen, dass es hier reinregnet. Aber genau aus dem Grund habe ich ja diesen extra Ausstieg gemacht, dass selbst wenn hier von oben das Wasser reinkommt, und das wird so oder so passieren, dann kann das da unten absickern. Hast du auch eine schöne Kondenshülle dann da drin? Und dann schön Gras draufpacken, Alter. Dann sieht es wirklich aus, als ob da gar nichts wäre. Oh ja, jetzt passiert's. Vor allem wird der jetzt ja nicht genug hier Abstiche haben, ne? Ja, aber was ist ja, also was ist jetzt mittig der Plan dann? Tja, schauen wir mal. So ein Kunstrasenteppich. Was? Ein Kunstrasenteppich. Was? Ja, allein schon, dass er das da jetzt mit der dunklen Erde noch so abtarnt, macht schon mal eine Menge. Ja. Yeah. Könnte jetzt halt auch einfach so eine Falle für so ein richtig großes Tier sein. So ein riesiger Dino, der sich dann einfach den Knöchel bricht, wenn er da reintritt. Also in der Mitte fühle ich noch nicht. Ja, bin ich auch gespannt, wie er das löst. So, Kamera, Akku war alle. Ich habe keine Ahnung, bis wohin die gefilmt hat. Ich habe gut Farbe bekommen auf jeden Fall in der letzten Stunde. Oh Fritz, Vorsicht, das gibt wieder Probleme auf Twitter. So sieht es aktuell aus. Es ist schon ein wenig abgetarnt. Ja, deutlich besser als vorher. Die Folie ist jetzt das nächste Ding, weil die reflektiert natürlich auch ordentlich und fällt noch auf. Und ich habe während des Prozesses irgendwie gemerkt, dass da Erde rauskommt und dass es auch ganz gut zum Abtarnen ist. Deswegen habe ich es immer so ausgeschüttelt. Yes, yes, yes. Ach, schön. Mann. So muss das aussehen, wenn man draußen ein bisschen Zeit in der Natur verbringt. Reingeguckt. Augenhöhe. Hat er nicht gemacht. Schmeißt er einfach, okay. Ja, nee, muss ich dir recht geben, fehlt nicht so gut. Naja, da müssen komplett, das haben wir auch immer so gemacht, es macht viel Arbeit, aber da müssen komplett Stämme rüber. Ja. Das wird übelst die Pfützenbildung geben. Und selbst wenn du es komplett mit Stämmen machst, gibt es ja... Selbst dann kleiner, aber das wird ja richtig so... Wie nochmal...
So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sehen Sie nichts. Tarnung fertig, also so, dass man den Sand nicht mehr sieht. Ich habe es ja gerade bei Tageslicht noch halb gesehen, wie ich die Plane mit dem Handy, geil. Dort. Aber ich habe es jetzt auch ringsrum komplett gemacht. War sehr viel Arbeit. Da drüben ist übrigens mein Zeug. Hier ist die Luke zum Reingehen. Wir haben noch gar nicht geschaut, wie das von innen drin aussieht. Ich habe hier schon dunkel. Ein paar erste Zweige draufgepackt, zu Äste, um die Silhouette einfach ein bisschen zu brechen. Und jetzt bin ich ganz gemein. Und zwar werde ich euch das fertige, abgetarnte Ergebnis beim nächsten Mal erst zeigen. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Von innen aussieht. Mann. Ich möchte an der Tarnung noch ein bisschen weiterarbeiten, und zwar, was die Silhouette angeht. Ich möchte die Tarnklappe noch bauen mit dem Hasendraht und ich möchte da auch gleich noch drin übernachten. Das heißt, im nächsten Video steht einiges auf dem Plan. Cool. Ich mache mich jetzt auf dem Weg nach Hause. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann gerne den Kanal abonnieren. Wenn euch das Projekt gefällt, dann Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich habe vergessen, wer Fritz stirbt. Was? Ich finde es ein gutes Projekt. Ich bin gespannt, wie er weiter mit der Abtarnung macht. Bin ja auch gespannt, ja. Aber vielleicht ist es auch gar nicht sein Anspruch, sondern einfach, dass es so einfach abgetarnt ist. Und nicht, wir denken ja immer auf lange Basis. Ja, vielleicht gut, ist auch, dem, ja. Vielleicht will er es auch nur, weiß ich nicht, ja, für 3 Monate oder so, reicht ja dann auch. Dann ist es dir ja, ob da Fitzen sich bilden oder nicht. Ja, gut. Da gebe ich dir recht. Schon wieder? Das ist das zweite Mal, ja, heute. Ja, ist verrückt, ne? Ja, trink doch noch ein bisschen von dem Kaffee. Willst du auch einen Kaffee? Ich hab echt, Alter, das wurde ein ganzer, also du musst jetzt mittrinken. Ich trinke ja jetzt nicht allein. Ein kleiner Insider, hä? Da war nicht schlecht, oder? Ja, schaut auf jeden Fall mal bei dem kleinen, jungen, aufstrebenden deutschen Bushcraft-YouTuber vorbei. Fritz Meinecke, sein Name. Der hat euren Support auf jeden Fall verdient. Der macht auch schöne Projekte, Freunde. Das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Guckt da mal rein.